Somit kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 3. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung. Gesetz zur Änderung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes, Drucksache 209589, vereinbarte Redezeit 7,5 Minuten. Und ich darf zunächst Herrn Staatsminister Klose zur Einbringung das Wort erteilen. Hochverehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Diesen Satz hat maßgeblich die große Hessin Elisabeth Selbert, eine der leider wenigen Mütter des Grundgesetzes, in unserer Verfassung verankert. Und diesen Satz gilt es mit Leben zu füllen. Und das Hessische Gleichberechtigungsgesetz ist das wichtigste Instrument des Landes für die Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Bereichen unserer öffentlichen Verwaltung. Wir verbessern mit diesem Gesetz die Chancengleichheit von Frauen und Männern, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und wir wirken der Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst entgegen. Dieses wichtige Gesetz, die Grundlage der Arbeit von mehr als 1.200 mutigen und beharrlichen hessischen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, hat dafür gesorgt, dass der Anteil der Frauen in der hessischen Verwaltung auch in Führungspositionen so hoch ist wie noch nie zuvor. Und trotzdem finden wir uns mit dem Status quo nicht ab. Immer noch arbeiten deutlich mehr Frauen als Männer in Teilzeit. Es ist auch ein Hinweis darauf, dass immer noch wenige Männer Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder oder die Pflege ihrer Eltern übernehmen. Und auch da gibt es also noch viel zu tun, und deshalb braucht es das Gleichberechtigungsgesetz auch weiterhin. Wir knüpfen an das an, was sich bewährt hat. Alle Beschäftigten im Bereich der öffentlichen Verwaltung und insbesondere diejenigen in Leitungsfunktionen sind verpflichtet zur Verwirklichung von Chancengleichheit, zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur besseren Repräsentanz von Frauen beizutragen. Deshalb müssen die Dienststellen Frauenförder- und Gleichstellungspläne aufstellen, in denen auch überprüfbare Maßnahmen und verbindliche Zielvorgaben fixiert sind. Sie sind verpflichtet, eine Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen, die die Durchführung des Gesetzes überwacht und das Recht hat, an allen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen, die die Gleichberechtigung betreffen, frühzeitig beteiligt zu werden. Die Beauftragte hat außerdem ein Initiativrecht, erhält auf Verlangen Einsicht in alle aktenrelevanten Unterlagen und kann sich unmittelbar an die Behördenleitung wenden. Sie kann Maßnahmen und Entscheidungen widersprechen und bei erfolglosem Widerspruch auch das Verwaltungsgericht anrufen. Und für diese wichtigen Aufgaben werden Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte freigestellt, und all das ist ein Teil des Erfolgsrezeptes dieses Gesetzes. Es regelt außerdem, dass und wie Frauen ermutigt werden sollen, sich für Bereiche, in denen sie unterrepräsentiert sind, zu bewerben. Gremien sollen zur Hälfte mit Frauen besetzt und der berufliche Wiedereinstieg nach Geburt und Erziehungszeiten erleichtert werden. Teilzeitbeschäftigten müssen die gleichen beruflichen Aufstiegschancen eingeräumt werden wie Vollzeitbeschäftigten. Und so sorgen wir dafür, dass Familie und Beruf besser miteinander vereinbar sind. Und davon profitieren natürlich genauso auch Männer, wenn sie beispielsweise nach ihrer Elternzeit in Teilzeit wieder einsteigen möchten. Meine Damen und Herren, diese Instrumente haben den Frauenanteil im höheren Dienst der öffentlichen Verwaltung und die Aufstiegschancen für Frauen schon deutlich gesteigert. Aber wir wollen noch besser werden und das Gesetz noch wirksamer machen. Deshalb haben wir die Gesetzesziele jetzt um die strukturellen Benachteiligungen von Frauen erweitert. Darunter fallen beispielsweise Benachteiligungen von Frauen aufgrund eines allgemeinen Frauenbilds, das Frauen bestimmte Fähigkeiten oder Kompetenzen im Allgemeinen abspricht. Das ist ein ganz wichtiges Signal. Außerdem wurde das enthaltene Konzept der Telearbeit durch das mobile Arbeiten ergänzt. Das ist eine Anpassung, die auch durch jüngere Entwicklungen notwendiger wurde. Wir berücksichtigen jetzt, dass sich die Frage der Geschlechtergerechtigkeit im Digitalisierungsprozess der Arbeitswelt auch auf neue, flexible Organisationskonzepte bezieht,
die den einzelnen Beschäftigten individuelle Lösungen zur Vereinbarkeit bieten. Auch das ein echter Meilenstein. MitarbeiterInnen mit Erziehungs- oder Pflegeaufgaben haben mit unserem Gesetz jetzt auch die Möglichkeit, sich die Kosten für die Kinder- oder Pflegebetreuung erstatten zu lassen. Dass das Gleichberechtigungsgesetz als eine wesentliche Grundlage der Personalentwicklung in der öffentlichen Verwaltung in der Praxis wirkt, ist aber Ihnen allen zu verdanken. Es ist eben nicht die Verantwortung von Frauen oder Frauenbeauftragten allein, Chancengleichheit herzustellen. Wir alle, explizit auch die männlichen Chefs, alle Väter von Kleinkindern und Söhne pflegebedürftiger Eltern, sind ganz genauso angesprochen. Das Hessische Gleichberechtigungsgesetz ist und bleibt ein zentrales Instrument der Geschlechtergerechtigkeit und genauso auch einer zeitgemäßen Gesellschaftspolitik. Wir knüpfen mit dieser Änderung an bewährte Leitplanken an. Wir setzen Qualitätsstandards und wir schließen identifizierte Lücken. In diesem Sinne freue ich mich auf die bevorstehende Anhörung und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Anna Enners von der AfD das Wort erteilen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Gleichberechtigung fängt im Kopf an. Ein Gesetz oder eine Verordnung kann noch so präzise und wegweisend ausformuliert sein. Diskriminierung wird trotzdem immer einen Weg finden. In der Gesetzesbegründung schreiben Sie ja selbst von bestehenden strukturellen Barrieren, die es insbesondere bei der Förderung von Frauen in Führungspositionen gibt. Ich unterstelle zunächst einmal, dass eine Frau, die über die erforderlichen Kompetenzen und auch den Willen zur Wahrnehmung einer Führungsaufgabe verfügt, diese auch entsprechend aufzeigen und geltend machen wird. Jede andere Handlungsweise würde sie für eine Führungsposition auch disqualifizieren. Es sollte, egal ob in der freien Wirtschaft oder in der öffentlichen Verwaltung, stets nach Leistung, Eignung und Befähigung entschieden werden, und zwar objektiv und ohne Betrachtung des Geschlechts. Und ganz wichtig, natürlich auch ohne Betrachtung des Parteibuchs. Leider aber wiegt die politische Ausrichtung eines Bewerbers oder einer Bewerberin gerade in den Bereichen der öffentlichen Hand oft schwerer als die Kompetenz. Bekannte Beispiele, die dieses diskriminierende Vorgehen untermauern, gibt es auf allen Ebenen genug. Die Bewertung von Personen für eine Stellenbesetzung nach Parteibuch ist ein massiv strukturelles Problem und führt im Ergebnis oft zu Kompetenzverlust an wichtigen Stellen im Lande. Leider gehen Sie dieses Problem hier überhaupt nicht an. Aber Sie werden ja schon wissen, warum. Meine Damen und Herren, häufig genug sind Menschen, die eine Position über eine Quote erreicht haben, in Ermangelung von Kompetenz nicht in der Lage, die Position angemessen auszufüllen. Und deswegen vertritt die Alternative für Deutschland auch nachdrücklich das Motto: Starke Frauen brauchen keine Quote, schon gar nicht für eine Führungsposition. Es kann nicht im Interesse der öffentlichen Verwaltung und der betroffenen Frau sein, dass Frau nur aufgrund ihres Frauseins in eine Führungsposition befördert wird, nicht aber aufgrund ihrer Kompetenz und ihrer Leistung. Mit einem solchen Vorgehen verschlechtern Sie die Kompetenzlage einer Stelle und ein erarbeitetes Ansehen, welches für eine Führungskraft notwendig ist, ist hier ebenfalls dann nicht gegeben. Weiter führen Sie aus, dass eine strukturelle Benachteiligung von Männern im Anwendungsbereich des Gesetzes nicht bekannt ist. Da stellt sich doch automatisch die Frage, ist die strukturelle Benachteiligung von Männern tatsächlich nicht bekannt
oder nur deswegen nicht bekannt, weil sie als Phänomen außerhalb des ideologischen Weltbildes des Gesetzgebers nicht bekannt sein soll. Meine Damen und Herren, falls Sie sich die tatsächliche Notwendigkeit einer Fortführung des Gesetzes bei gleichzeitiger Novellierung aus den Ergebnissen der Evaluationsberichte ergibt, so wäre es in der Tat geboten gewesen, die entsprechenden Evaluationsergebnisse im Einzelnen, wenn auch nur in Stichworten, an der betreffenden Textstelle anzuführen. Die Tatsache, dass derartige Inhalte nicht zu finden sind, stattdessen lediglich ein bloßer Verweis auf irgendeine geartete Nichterfüllung des Gleichheitsauftrages gegeben wird, lässt die Gesetzesbegründung insofern intransparent und somit wenig glaubwürdig erscheinen. Gerade auch die Verschleierung mit dem Begriff aktenrelevante Unterlagen deutet auf eine gewisse Intransparenz hin, da bis dato eine amtliche Definition des Begriffs nicht existiert und somit die objektiven Kriterien fehlen. Uns ist klar, dass das operative Arbeiten und Entscheiden, ob etwas aktenrelevant ist oder nicht, durchaus schwierig ist. Insofern also solche Begrifflichkeiten Verwendung finden, die gegebenenfalls sehr auslegungsbreit gehandhabt werden können, sind Ungereimtheiten doch am Ende vorprogrammiert. Denn eine Information kann für die Verwaltung von geringem Wert und damit nicht aktenrelevant sein, für einen Betroffenen aber vielleicht doch sehr. Meine Damen und Herren, und so wie die Gleichberechtigung im Kopf stattfindet und nicht auf dem Papier, so verhält es sich natürlich auch mit den Geschlechtern. Wir bleiben beim evidenzbasierten wissenschaftlichen biologischen Grundsatz, dass es eben nur zwei Geschlechter gibt. Insofern ist die Formulierung, dass Ausschreibungen geschlechterneutral zu formulieren sind, indem die feminine und maskuline Personenbezeichnung mit dem Zusatz divers zu versehen ist, am Ende nur ein moralisches Feigenblatt. Ginge es Ihnen wirklich um Neutralität, dann müsste man eigentlich gar kein Geschlecht aufführen, sondern würde rein über die Anforderungen der Stelle und die Eignung eines Menschen dafür entscheiden. Meine Damen und Herren, 2030, wenn das Gesetz wieder erneuert werden muss, dann kommen Sie wahrscheinlich nicht mehr um die Tatsache herum, dass die Diversen, die in der Stellenbesetzung dann sicherlich in der Minderheit sind, in Bewerbungen zukünftig auch mit besonders erwünscht gekennzeichnet werden müssen. Denn anders als durch Weglassen der Geschlechterbezeichnung können Sie Ihrem Gleichberechtigungsgedanken nicht nachhaltig Rechnung tragen, denn am Ende werden Sie immer ein Geschlecht diskriminieren. In diese Zwickmühle rangieren Sie sich aber gerade selber hinein. Meine Damen und Herren, es ist deutlich zu erkennen, dass es strukturelle Probleme in der Gleichberechtigung gibt, insbesondere in der Führungsebene, wo öfters das Parteibuch entscheidender ist als Kompetenz oder, wie Sie es wollen, das Geschlecht. Dieses Problem sollten Sie dringend angehen. Die im Gesetzentwurf einzuführende Maßnahme zur Vereinbarkeit von familiären Betreuungs- und beruflichen Pflichten befürworten wir grundsätzlich und erkennen den Teil auch als echten Fortschritt an. Da Sie aus unserer Sicht aber die wichtigen Dinge nicht angehen oder aber doch manche Sachverhalte annehmbar verändern, werden wir uns zum jetzigen Zeitpunkt zu dem Gesetzentwurf enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Frau Abgeordnete Ravensburg von der CDU das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ein Wort gestatten Sie mir zu Herrn Enners.
Denn wohin die AfD mit ihrem Motto gekommen ist, starke Frauen brauchen keine Quote, das zeigt die Männerriege, die dort sitzt. Ich sage, kluge Frauen wählen keine AfD. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem wir das Hessische Gleichberechtigungsgesetz in der letzten Wahlperiode grundlegend überarbeitet haben, zeigt uns der 6. Gleichberechtigungsbericht, dass wir mit unserer schwarz-grünen Gleichstellungspolitik erhebliche Fortschritte bei der Förderung von Frauen gemacht haben, nicht nur bei ihrem Anteil in der Verwaltung, sondern wir machen auch deutliche Fortschritte bei der Übernahme von Führungsaufgaben. Doch wir bleiben da nicht stehen. Deshalb stellen wir heute die Frage, wo wollen wir hin? Ich sage klar, unsere Ziele sind die Schaffung von Chancengleichheit und Beseitigung von Unterrepräsentanz. Und das geht eben nur durch eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und wir wollen diese Vereinbarkeit auch bei den Führungsaufgaben erreichen. Und wir wollen Barrieren abbauen. Diskutieren müssen wir deshalb, wie wir diese Ziele erreichen. Das HGLG gibt uns darauf die Antworten. Wir brauchen eine Führungskultur, wo das Verständnis da ist, dass es um Kompetenzen und um Persönlichkeit bei der Stellenbesetzung geht, völlig egal, ob der Bewerber ein Mann oder Frau ist. Oh je, sagen die Führungskräfte, doch sie müssen akzeptieren, Frauen sind eben gut ausgebildet und es gibt eben nach wie vor Probleme, weil Frauen sich oftmals nicht bewerben auf solche Führungsaufgaben. Und deshalb bin ich froh, dass die Landesregierung jetzt die strukturelle Benachteiligung hier ins Gesetz eingebracht hat. Denn das Ungleichgewicht bei der Übernahme von Familienarbeit hat noch immer erhebliche Auswirkungen auf berufliche Tätigkeit und das Fortkommen im Beruf. So erledigt sich das Problem auch nicht allein in der Kinderphase, sondern es wird eben noch größer, wenn die Frauen von der Kinderbetreuung in die Pflegezeit hineinkommen. Denn noch immer liegt die Hauptbetreuungslast auf dem Rücken der Frauen und führt eben zu einer strukturellen Benachteiligung hier gegenüber den Männern. Hier sehen wir einen wichtigen politischen Handlungsauftrag. Wir unterstützen die Kommunen bei der Erfüllung des Rechtsanspruchs in Kita und in Schule. Und genau deshalb setzen wir im Doppelhaushalt Schwerpunkte bei der Fachkraftgewinnung in der Kinderbetreuung und auch bei der Unterstützung von pflegenden Angehörigen beim Ausbau der Pflegeinfrastruktur. Vereinbarkeit, die klappt immer besser im öffentlichen Dienst. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Der Evaluationsbericht zeigt deutlich, dass der Frauenanteil kontinuierlich steigt. So beträgt der Frauenanteil in der Landesverwaltung nämlich bereits 57,9%, 61,8% sogar bei den Gemeinden. Und 60% der Azubis auf Landesebene sind weiblich. Und das muss auch Niederschlag finden bei der Karriereplanung. Bei der Übernahme von Führungsaufgaben sind deshalb wichtige Erfolge zu zeigen. Das wächst von unten her auf. Und das war immer unser Ziel, Frauen, die durch Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und Karriereplanung zu unterstützen. Und deshalb brauchen wir auch das HGLG weiter, denn es dient uns als Richtschnur für die Vorgesetzten, um die Arbeitssituation dem Bedarf der Mitarbeiterinnen mit Familienaufgaben anzupassen. Und wir brauchen auch die Frauenbeauftragten, die die Frauen bei ihrer Karriereentwicklung unterstützen und auch mal einschreiten. Nirgendwo ist die Teilzeitquote nämlich immer noch so hoch wie bei uns im öffentlichen Dienst. Familien und Beruf, das klappt zwar gut, aber Teilzeitarbeit ist immer noch weiblich. 86,9% der Beschäftigten im Landes
Dienst sind Frauen. Und bei den Angestellten sind es immerhin auch noch 80,7%. Und noch höhere Zahlen haben die Kommunen. In 2019 waren es 92,4%. Aber nicht alle Frauen wählen freiwillig die Teilzeit. Viele würden ja mehr arbeiten, wenn sie Beruf und Familie unter einen Hut bekommen. Und genau dort sehe ich das Potenzial, dass der öffentliche Dienst auf kommunaler wie auch auf Landesebene dieses Potenzial ausschöpfen kann, indem Handlungsoptionen genutzt werden, die auch der Minister vorhin erwähnt hat, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Vermeidung von Dienstreisen durch Einführung von Videokonferenzen. Alles das muss selbstverständlich werden. Meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, dass mit dem neuen HGLG eine wichtige Lücke ebenso beseitigt wird, nämlich die Übernahme von Betreuungskosten wird erfolgen für alle, die bei einer kurzfristigen Heranziehung zu besonderen Einsatzlagen. Ich nenne einmal den Einsatz im Ahrtal unserer Katastrophenschützer. Wenn dann die Frauen in Dienst gehen müssen und Kinderbetreuung und Pflege ganz plötzlich neu organisiert werden muss und professionelle Kräfte unterstützen müssen. Und, meine Damen und Herren, ein weiteres Ziel des Gesetzes ist die Verbesserung weiter der Karriereplanung. Das beginnt bereits bei der Qualifizierung und dem Zugang zu Fortbildung. Hier verspreche ich mir von der Digitalisierung einen deutlichen Gewinn für die Frauen mit kleinen Kindern, die nämlich Kinderbetreuung und Homeoffice verbinden können. Videokonferenzen ist ganz klar, ersetzen nicht informelle Gespräche. Aber sie sparen viel Zeit und ermöglichen auch die Alleinerziehenden die Teilnahme an Fortbildung. Wir begrüßen, dass der Zugang zu Stellenausschreibungen schon in der Elternzeit gewährleistet wird. Denn das bedeutet Vermeidung des Karriereknickes, weil Frauen schon frühzeitig planen können, wohin sie gehen wollen und welche Fortbildung sie brauchen. Das sind gezielte Maßnahmen des HGLG. Und das ist auch die Philosophie, die hinter diesem hessischen Gleichberechtigungsgesetz steht. Der Änderungsentwurf konkretisiert und verbessert den Weg zu mehr Gleichberechtigung weiter. Und deshalb freue ich mich auf die weiteren Beratungen und bitte um Zustimmung für den Gesetzentwurf der Landesregierung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Herrn Abgeordneten Kahnt das Wort geben. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei manchem Redebeitrag von der AfD hat man, das habe ich ja schon einmal gesagt, tatsächlich das Bedürfnis, mal schnell duschen zu gehen. Aber ich komme zum Thema. Der Gesetzentwurf beruht auf Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes. Erkannt wird, die Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst ist noch nicht flächendeckend verbreitet. Vor einem Jahr berichtete die Landesregierung turnusgemäß über Fortschritte und Herausforderungen im Blick auf die Gleichstellung der Geschlechter. Sozialminister Klose bestätigte vorhandene strukturelle Barrieren, die es abzubauen gelte. Soweit so gut. Bei aller Wertschätzung, der Gesetzentwurf bewegt sich in kleinteiligen Schritten auf seine implementierte Zielsetzung. Redaktionelle Änderungen, Erstattung von Betreuungskosten bei Fortbildungsmaßnahmen und die Förderung von Frauen in Führungspositionen sowie die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehen natürlich in die richtige Richtung. Doch gemessen daran sind die vor einem Jahr gemachten Vorschläge der verehrten Kolleginnen Brünnel, Gersberg, Knell und Ravensburg schon weiter. Studien zeigen, selbst gleichgestellte Beziehungen rutschen nach der Geburt eines Kindes in das Versorgermodell. Anzusprechen gewesen wären auch steuerrechtliche Belange, wie etwa der Zuverdienst durch einen zweiten Job oder eine Veränderung der Anrechnung von Kindererziehungs- und Pflegezeiten bei Rentenansprüchen
betroffener Frauen. Der Gesetzentwurf bleibt meiner Ansicht nach hinter seinen Möglichkeiten zurück. Wie es um die tatsächliche Chancengleichheit von Frauen steht, belegen Schwachstellen, die es zu beseitigen gilt. Denn über 50% aller Frauen arbeiten in Teilzeit. Teilzeitbeschäftigte Frauen haben geringe Chancen bei der Besetzung von Führungspositionen. In Führungspositionen sind Frauen nur zu einem Viertel vertreten. Und der Frauenanteil in der Wissenschaft sinkt mit jeder Karrierestufe. Auffällig mehr Frauen scheiden aus der Wissenschaft aus, werden schlechter bezahlt, arbeiten Teilzeit oder in befristeten Verträgen. Abschließend. Weiter auszubauen ist eine geschlechtergerechte Personalentwicklung und Förderung, die sich in zeitgemäßen Arbeitszeitmodellen und dezentralen Arbeitsformen wiederfinden. Was die alltägliche Gleichstellung von Frauen betrifft, wird spätestens 2030 nachzubessern sein, will man auch dem vom Bund gesetzten Zeitrahmen gerecht werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Frau Abgeordnete Böhm von der Fraktion Die Linke das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frauenbeauftragte, schön, dass Sie heute da sind. Und ja, Herr Minister, Sie haben das vorhin ausgeführt. Artikel 3 des Grundgesetzes sagt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Aber ich möchte es auch noch einmal führen, das geht noch weiter, der Artikel. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Und genau das ist der Auftrag, den die Hessische Landesregierung hat. Das sollte sie aber auch tun. Was macht sie daraus? Sie legt ausnahmsweise jetzt mal frühzeitig einen Gesetzentwurf vor, spricht von prägnanten Fortschritten, von strukturellen Barrieren, die abgebaut werden müssen, gerade bei der beruflichen Entwicklung von Beschäftigten mit Familienaufgaben. Was soll jetzt geändert werden? Ein paar Fundstellen werden umbenannt. Kosten durch Fortbildungsmaßnahmen für Kinderbetreuung oder Pflege können ersetzt werden, auch dann, wenn man unvorhergesehen bei Polizei oder Katastrophenschutz zum Dienst gerufen wird, wobei ich mir das schwierig vorstelle. Wenn man eine Woche im Ahrtal ist, gibt es, glaube ich, noch nicht so viele professionelle Einrichtungen, wo man die Kinder vorbeibringen kann. Außerdem wird festgestellt, dass Stellenausschreibungen geschlechtsneutral erfolgen müssen. Das allerdings gibt bereits der Artikel 1, das § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes vor. Mehr ist in dieser Gesetzesänderung nicht vorgesehen. Sie schaffen es ja nicht einmal, von der Geschlechterbinarität wegzukommen. Da frage ich Sie, haben Sie Ihre eigene Evaluation im letzten Jahr nicht zur Kenntnis genommen? Da wird erwähnt, dass der Frauenanteil im öffentlichen Dienst deutlich wächst. Allerdings widerspricht der Anteil an Führungspositionen der vorgeblichen Wertschätzung gegenüber den weiblichen Beschäftigten. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist weiterhin weitgehend Frauensache. Und was sagte Herr Klose im letzten Jahr? Die Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Hessen ist noch nicht flächendeckend erreicht. Weiterhin bestehende strukturelle Barrieren müssen abgebaut und gesetzliche Regelungen konsequent angewendet werden, im Interesse der Frauen, aber auch im Interesse des öffentlichen Dienstes als attraktiven Arbeitgeber. Er sagte noch, die Landesregierung will sich auf Erfolgen keinesfalls ausruhen. Über die Erfolge ihres immer zahnloser werdenden Tigers HGLG lässt sich trefflich streiten. Aber dass die Landesregierung sich ausruht, ist allerdings allgemein bekannt. Aber hätten Sie doch mal den Frauenbeauftragten zugehört. Aber nein, Sie haben ja nicht einmal die Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten bei dieser Regierungsanhörung berücksichtigt. Ich kann Ihnen gerne erklären, warum das so wichtig ist. Die Stellungnahmen der Frauenbeauftragten, die über ihre Verwaltungsspitzen an Verwaltungsleitungen an die Spitzenverbände gehen, werden oft zensiert. Am Schluss steht das drin, was die eigene Verwaltung nicht in ein schlechtes Licht drückt. Was haben Sie denn von diesen geschönten Berichten? Nichts. Deshalb bin ich der Landesarbeitsgemeinschaft Hessischer Frauen- und Gleichstellungsbeauftragtenbüros außerordentlich dankbar, dass Sie konsequent und entschieden das Sprachrohr tatsächlicher Gleichstellung in hessischen Dienststellen ist.
Die Realität sieht doch so aus, dass Frauenbeauftragte teilweise ohne Freistellung, quasi sozusagen im Ehrenamt, tätig wären, dass sie gerade in kleinen Kommunen kein Budget zur Verfügung haben, dass es in vielen Dienststellen keine Frauenförder- und Gleichstellungspläne gibt. Wenn es diese nicht gibt, können auch keine Sanktionen erfolgen. Das Klagerecht ist dann zahnlos. Genauso zahnlos wie die zentrale Stelle im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, die nicht weiterhilft. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte werden nicht wiederbestellt, wenn sie unbequem sind. Damit wird ihnen sozusagen ein Maulkorb verpasst. Das ist die Realität. Wenn es keine Behördenleitungen gibt, die über die notwendige Überzeugung für eine wirkliche Gleichstellung erfolgen, dann gibt es auch eine ganz schwierige Situation für die Frauenbeauftragten. Und wenn wir auf den Goodwill in der Gleichberechtigung der Geschlechter angewiesen sind, dann brauchen wir auch kein Gesetz, das gleiche Rechte garantieren soll. Aber vielleicht interessiert Sie ja öfters mal auch, dass dieses in Ihren Ohren oft Gleichberechtigungsgedöns nicht. Den Eindruck habe ich öfters in diesen Debatten. Wenn Sie aber die ganzen Aufgaben, die Sie, das Land und der Bund ständig an die Kommunen delegieren, tatsächlich erledigt haben wollen, dann ist eine verstärkte Beteiligung von Frauen in den Ämtern, Behörden, Hochschulen und anderen Einrichtungen ein unbedingtes Erfordernis. Und das geht nur, wenn die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen akzeptabel und mit Familienarbeit vereinbar sind. Es gibt kaum noch Familien, die heute von einem Einkommen leben können. Und es gibt auch wenige Frauen, die kein Interesse an beruflicher Tätigkeit und der damit verbundenen Anerkennung in der Gesellschaft haben. Bieten Sie die Voraussetzungen für gute Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst. Dann gibt es auch Menschen, die ihre Gesetze umsetzen und für den sozialen Frieden in diesem Land sorgen. Jetzt haben Ihnen aber die Frauenbeauftragten ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Sie haben einen eigenen Gesetzentwurf erstellt mit juristischer Expertise, sicher umfangreich, aber fundiert durch fast 30-jährige Erfahrung. Ich frage die Landesregierung und die regierungstragenden Fraktionen, weshalb arbeiten Sie nicht mit diesem Gesetzentwurf? Weshalb schieben Sie diese hervorragende Arbeit einfach auf die Seite? Weshalb interessiert Sie nicht, was die Frauenbeauftragten für Vorschläge haben? Das ist Arroganz und Ignoranz. Das ist Unvermögen, welches Sie damit zu kaschieren versuchen, dass Ihr Gesetzentwurf um diese Uhrzeit in einer Plenarsitzung versteckt ist, die sich mit Haushaltsthemen beschäftigt. Ich verstehe ja, dass dieser Gesetzentwurf gerade den grünen Frauen super peinlich ist. Aber dann bewegt euch doch endlich mal, sodass diese Landesregierung die Gleichstellung der Geschlechter sodass diese Landesregierung die Gleichstellung der Geschlechter und somit den Auftrag aus dem Grundgesetz wirklich ernst nimmt. Wir geben Ihnen die Chance und bringen in das nächste Plenum einen Gesetzentwurf mit Änderungen zum Hessischen Gleichberechtigungsgesetz ein. Wir erwarten, dass die Anhörung im Ausschuss gemeinsam durchgeführt wird. Das geschieht im Interesse der Gleichstellung der Geschlechter und eines starken öffentlichen Dienstes mit guten Arbeitsbedingungen und starken Beschäftigten. Wenn Sie daran Interesse haben, folgen Sie unseren Vorschlägen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.